Letzten Mal haben sie, da habe ich noch bei Fedora gearbeitet. Ja. Da habe ich hier auch ausgeliefert und haben sie die ganze Zeit hier gefurzt. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf AppCamTV. Wir sind gerade aufgestanden, ich gehe gerade rückwärts, weiß nicht, wo ich lang gehe. Und wir bestellen heute bei ganz vielen verschiedenen Lieferanten geiles Essen mit geilen Bewertungen und katastrophales Essen. Und er ist gerade gekommen, haben wir schon aufgemacht. Nee, ist nichts geschehen hier. Hallo? Oh nein, der Mann mit dem Messer bereitet sich vor, Freunde. Hi. Oh! Hallo! Hilfe! Entschuldigen Sie! Das geht im Haus, Dankeschön. Danke! Da fehlt was! Hallo! Was ist das? Das finden wir raus noch, Freunde. Lino! Ja, wir sammeln erstmal alles, oder? Ja, Freunde. Wir nehmen jetzt erstmal alles an. Hi. Hallöchen! Oh. Hallo, Sie! Kein Essen! Bitte, wir haben nicht bestellt. Hallo? Hallo, Sie! Kleinen Moment mal bitte, warten Sie mal kurz. Richtig. Oh. Also mein Penis ist wirklich der größte in ganz Köln. Oh, yeah, Alter. Ich bin gequält. Weißt du, du kommst in Käfig mit dir wieder. Dieser Typ gibt mir das Essen so. Hi. Hallo, ich bin der Ben. Grüß dich, Ben. Na, servus. Du Schnoppe. Letzten Mal haben sie, da habe ich noch bei Fedora gearbeitet. Ja. Da habe ich hier auch ausgeliefert und haben sie die ganze Zeit hier gefurzt. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Achso, da haben sie die ganze Zeit gefurzt. So. Hallo. Hi, Chef. Hallo. Hey. Ganz viel Besuch hier heute. Kommen Sie gerne rein. Ja. Komm mal rein hier. Wir warten hier. Verrückte Familie ist da. Hey, sieh da. Einmal hier drauflegen einfach. So, das passt schon. Herrlich, herrlich. Tschüss. Ciao. Hey. So. Komm mal rein hier! Was sagst du dazu, kleiner Dextrose, hä? Sag mal, Bruder. So, Freunde, wir sind hier. Schaut mal unsere reich gedeckte Tafel. Geil. Ganz kurze Erklärung, bevor ich hier was droppe, das wird euch alle schockieren. Also, wir haben uns 5 Gerichte von den schlecht bewertetsten Lieferdiensten hier in unserer Umgebung bestellt und 5 von den Top. Weißt du? Ganz easy. So, ich will jetzt mal kurz was sagen hier. Bei Google-Rezensionen habe ich mir durchgelesen, das ist ein Lieferdienst dieser 5 schlechten, die wir hier bestellt haben. Ich sage euch nicht welcher, wie der heißt, sonst gibt es hier irgendeinen Shitstorm. Der Typ, der hier eine Rezension geschrieben hat, nennt sich Tyler und er schreibt, hab Chicken Wings bestellt, aber Chicken Nuggets bekommen und dann habe ich auch noch ein Haar und Fingernägel in der Soße gefunden. Eine Frechheit. 1 von 5 Sternen. Einer dieser Sachen ist von diesem Laden, wo da ein Fingernägel in dem Essen. Hat er noch Stern gegeben dafür? Ja, er muss wahrscheinlich 1 von 5 aber geben, weißt du? Er kriegt einen Arschtritt mehr nicht. Das, so wir raten jetzt, Freunde, 5 Sterne versus 1 Stern. Aber da um 1 Stern zu bekommen, muss es ja schon echt scheiße sein eigentlich. Vielleicht finden wir auch Fingernägel, die müssen wir suchen. Okay, womit fangen wir an? Also, wir haben hier, wir machen immer optisch und geschmacklich. Fangen wir an mit Pizza oder was? Nimm mal die Pizza. Nee, das ist die letzte. Und die letzte Pizza? Ja, Pizza ist schon geil. Wir haben noch Steak und so, wir haben richtig viel. Nudeln. Ja, Nudeln. Okay, Nudeln, komm. Nudeln günstig und Nudeln teuer. Oh, Freunde. Okay, lass mal Platz machen und das nebeneinander. Mach Platz. Hier, mach mal Platz. Öffnen wir erstmal Nudeln billig, oder? Ja, mach. Günstig, Freunde. Das sind Nudeln günstig. Solche Notchies. Sieht aber schon ein bisschen aus. Bisschen. Okay, bra. Schauen wir mal den Vergleich an, liebe Freunde Linus. Man weiß ja nie. Hä? Krass. Was? Das ist jetzt. Würde ich jetzt. Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Echt? Ja. Okay, das sieht aus wie diese ganz. Gar keine Soße, weil keine Sause. Pesto Verde ist hier drauf. Zeig mal. Naja, wenigstens trieft hier kein Fett, aber hier schon so ein bisschen. Schmeckt aber gut, finde ich. Bisschen salzig, ne? Ja. Das schmeckt überhaupt nicht.
Erster Kontrast, Freunde, das hier sieht deutlich... salzig. Ja, schon, ne? Ja, das ist echt zu salzig. Das sieht aber auch aus so, ich weiß nicht, sieht... Ne? Guck mal. Der ist einfach irgendwie Matsche. Aus Alten. Gar nicht, überhaupt nicht gut. Boah. Wir geben jetzt immer Sterne, Freunde. Na, das Teure kriegt... Zwei. Eigentlich sind die relativ gleich. Ja, also so ist beides nicht so nice. Das bekommt bei mir zwei. Freunde, knappe Sache hier. Hätte man auch tauschen können. Hätte man sagen können, jo, weiß man auf jeden Fall. Also, aber wir haben noch genug. Geldverschwendung schon mal beim ersten. So, stellen wir das mal zur Seite darüber. Das nächste, Freunde, auf der Speisekarte, ich würde sagen Steak, oder? Ja, komm, Kalle, was ist jetzt los hier? Kleiner Zoom hier drauf. Das will ich sehen, das will ich echt sehen. Wir entlüften es. Okay. Sieht aus wie ein Schuh, so ein draufgedrückter, so eine Sohle. Okay, schau mal das Teure. Deutlich besser, deutlich besser. Hey, guck mal, da sind noch so Beilagen und riesen so wenigstens. Unterschied. Schneid mal das Billo auf. Boah, richtig zäh. Ja, ne? Und jetzt einmal das hier. Probier doch. Das ist ja nicht mal durch, Alter. Hey, wir machen nur den optischen Test. Ja, viel besser. Hört sich auch viel besser an beim Schneiden. Viel besser. Es ist nicht. Zeig mal. Kann man essen. Ja. Na ja, die Kuh. Geht schlechter auf jeden Fall. Jetzt der Kontrast, Freunde, das Teure. Boah, ist viel besser. Ja? Viel besser. Viel besser. Ohne Witz, viel besser. Also ich will hier keine 5 von 5 geben, aber... Ja, das ist 4,5. 4,5? Ja. Ich gebe auch... Ja. Das ist 2, ja. Hier gebe ich eine Freunde, das ja, hat man richtig einen Unterschied bemerkt. Schneid mal. Jetzt, Kalle, was sagst du? Ist gut, ne? Besser, Freunde. Kann man essen. Damit steht es 1-0 für den teuren, Freunde. Ja. So, okay, was haben wir noch? Lasagne. So, Freunde, wie immer fangen wir an mit der günstigen. Boah, guck mal, alleine komm mal ran hier. Ah ja, genau. Schau, das muss man auch bewerten. Verpackung. Schaut mal die Verpackung. Hier sifft das schon raus, kommt alles dir entgegen schon. Bäh. Boah, ist das so. Als ob das so schlimm ist. Aber weiß nicht. Zeig mal im Vergleich. Da hätte ich keinen Appetit drauf. Boah, viel besser. Viel besser schaut die aus. Probieren die billige, Freunde. Okay. Kann ich mich nicht so äußern zu diesem Zeitpunkt. Teure. Ja, mach ich mal. Einmal billig. Ist viel besser. Die billige schmeckt mir aber gar nicht so scheiße. Ist so cremig und so. Schmeckt schon besser. Viel besser. Nee, die ist zu matschig. Ja. Freunde, ganz klar, hier wieder der Teure hat hier gut abgeschnitten. Auf jeden Fall. Und jetzt können wir ja wieder was machen hier, Freunde. Und zwar haben wir einen teuren Salat bestellt und auch wir haben einen bei den Schlechten bestellt. Und die Sache ist, dieser Salat von dem Schlechten kam nicht mal an. Eindeutig. Wir haben den einfach nicht mal mitgeliefert. Deswegen können doch einfach nicht drin. Wir können nicht mal vergleichen, weil die den vergessen haben. Ja, dann steht es ja wieder. Ja, eigentlich ist das direkt ein automatischer 3:0. 3:0 steht es jetzt automatisch, liebe Freunde der Nacht. Wir haben noch Pizza und dann haben wir Nachtisch noch, Freunde, ja. Königsdisziplin Pizza. Okay, wollen wir gleichzeitig aufmachen? Mhm. Nee, du hast die teure. Ich hab die teure. Okay. Guck mal, wir machen das so. Okay. 3, 2, 1. 0, 1. Die ist billig. Deutlich. Ja. Guck mal, wie fett das ist. Die glänzt schon. Nee, das ist die teure. Teure? Margarita, Freunde. Jetzt die Geschmacksprobe. Boah, ich will die gar nicht essen. Ist ganz okay für eine Margarita. Zeig mal. Ist halt ein bisschen kalt geworden. Ne? Kalt, aber gut. Ich finde die billige besser. Echt? Ja. Nee, das muss man aber beim Pizzen sagen. Die billigen schmecken meistens besser. Das sieht man schon, weil da mehr Käse drauf ist. Ah, die ist dann besser. André, gib mal her. Nee, ist auf jeden Fall besser. Ja. Freunde, hey, da steht es 3:1, oder? Ja. Okay, Freunde, mach mal die letzte Runde. Letzte doppelt. Ja, genau. Doppelt. Lieber André vs. Jenkins. Was übrigens wieder Sonntag erscheint, liebe Freunde. Genau. Okay. Oh Mann, das wird eine wilde Folge, sage ich euch. Wild Folge. Okay. Aber ich glaube, also man kann es, glaube ich, schwer vergleichen, aber trotzdem. Okay. Der billige... Ist aber beides Tiramisu, ne? Nee, nicht wirklich. Der billige hatte das hier als Nachtisch. Okay, dazu muss man sagen, das hier hat nichts mit dem Restaurant zu tun, weil das einfach eingekauft ist von irgendeinem großen... Ja, aber er hat es ja entschieden, das hier zu machen. Okay. Und der andere hat das. Ja. Freunde. 6 zu... Ja, braucht man einmal gar nichts machen mehr, ne? Also, boah, das ist ja heftig. Was ist das, ey? Was ist das, ey? Kalle, hier, schau. Was ist denn das? Das hast du bei Kalle für dich, Kalle. Was für die 55er? Waffel mit Geil. Was ist denn da drin? Boah, guck mal, wir haben Klo.
geil. Oh, guck mal hier, schnapp das auf. Mmh. Oh. Probier das aber trotzdem mal, das Experiment zu vervollständigen. Übertrieben. Du stimmst, will ich? Boah, ist das eklig. Du hast sauer. Ehrlich? Ja. Ist das abgelaufen? Natürlich. Guck mal drauf. Babak, alle 55, pass auf. Was ist das denn? Also, da die Runde doppelt zählte, steht es jetzt 5-1 am Ende, ne? Freunde. Ganz klarer Sieg. Das ist das Experiment gewesen, das kam dabei raus. Ein 5-1 für den teuren Lieferservice. Krass, Freunde. Da ist doch bei Ihnen drin. Boah, das ist so lecker, Alter. Mm. Ganz wichtig, am Sonntag geht es weiter. André vs. Jeng ist diesmal unter dem Stern. Ein Tag ohne Essen und Trinken mussten wir auskommen. Ne? Guter Übergang auf jeden Fall. Wir bereiten uns vor. Ist eine verrückte Folge geworden, Freunde. Also unbedingt einschalten. Und am Sonntag hier auf Elcom TV, den immer noch besten Kanal, kommt ein Video. Wir waren mit einer Wärme Kamera unterwegs, Freunde. Gar nichts verpassen, würde ich sagen. Nur geile Sachen. Jetzt erstmal in Ruhe, Freunde. Und verschabschieben. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.